Hallo und seid gegrüßt, meine Freunde, zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2. Ja, ich habe ja gesagt, dass ich immer wieder mal neue Maps angucke und ich hatte ja das letzte Mal die Kirjov Map ausprobiert und jetzt habe ich eine Vorabversion. Danke nochmal, dass ich euch die zeigen darf, und zwar Version 1.4. Ihr seht es schon hier hinten am Schildchen. Kirjov Map 1.4. Wie gesagt, das ist jetzt noch eine kleine Presseversion oder eine Vorabversion. Ich kann euch aber mal ganz grob zeigen, was da alles neu hinzugekommen ist. Zum einen, ihr seht ja schon, wo ich mich hier aufhalte. Dieser Bereich hier, der ist jetzt gerade die Strecke hier komplett neu hinzugefügt worden mit diesen beiden Städten. Zum anderen ist aber auch dieser Bereich, kleine Stadt hier, wurde auch nochmal neu hinzugefügt. Der ganze Bereich, den bin ich ja noch nicht abgefahren, aber das ist neu und das hier unten ist. Danke nochmal, dass ich euch das zeigen kann. Und dann würde ich einfach mal sagen, fahren wir einfach mal los und gucken uns das einfach mal an. Ich habe von Jazzycat noch den Russisch Traffic Mod drin. Und ja, dann würde ich sagen, ab die Luzi, Licht an. Na, komm, Licht an. Und dann werden wir einfach mal losfahren. Hier haben wir nochmal, naja, Fahrzeuge. Der russischen MVA, wollte ich schon sagen. Ey, eigentlich müsste man mit einem russischen LKW hier reinfahren, aber naja, die dürfen noch mit den Scania unterwegs sein. Naja. Gut, dann cruisen wir einfach mal eine kleine Runde. Und ich finde es immer wieder schön, und ich habe es ja auch immer wieder gesagt, dass ich immer wieder ausprobieren möchte, hier neue Karten ja, euch zu zeigen, wenn das die mal hier aus Russland ist. Ah. Das lassen wir jetzt mal außen vor. Das ganze Politische. Wir wollen einfach mal gucken, was die Jungs und Mädels hier so gemacht haben. Ja, ob dieses russische Feeling rüberkommt. Da hinten, wo wir gerade losgefahren waren, da war noch so ein kleiner Spot, wo man quasi so Kameraspot. Aber das lassen wir jetzt einfach mal außen vor. Huch, nanu! Was ist denn jetzt passiert? Wir wären ein bisschen zu schnell unterwegs, ne? Das bedeutet, eigentlich könnten wir, ups, noch mal eine Tour hier machen. Ja. Sieht schon mal ganz schick aus hier, ne? Die Straßen hier, dass die so ein bisschen, naja, nicht mal den neuesten Stand haben. Gucken wir hier lang. Ah. Das war unser Verfahren hier. Jetzt immer die Frage an euch, ist da überhaupt noch DHL und DPD? Ich glaube kaum, dass die da noch irgendwie was machen. Aber hier die ganzen russischen Gehäuse, das passt eigentlich ganz gut hier rein. Auch hier dieses Häuschen mit diesem Durchgang, irgendwie ganz schnieke aus. Jetzt müssen wir erstmal warten. Dort hinten, das scheint so eine orthodoxe Kirche zu sein. Ne? Würde ich jetzt einfach mal meinen. Schauen wir mal, ob wir hier langsam rüberkommen. Ja, das ist eine orthodoxe Kirche. Was jetzt der Unterschied zwischen den ganzen... Da bin ich komplett raus, habe ich keine Ahnung. So, was ist das hier? Ist ein Lada gewesen? Okay, dann geht's weiter. Hier ist ordentlich Verkehr hier auf der Straße. Überall. Ja. Ah, passt schon. So, auch eine Ampel gibt es hier. Wer hätte es gedacht? Und hier die ganzen Schriftungen der Zeit, das denke ich mal alles von... Ah, keine Ahnung. Ach, die haben da jemanden festgenommen. Guck an. Da sitzt ihr da hinten drinne. Zugriff! Tesla gibt es ja auch. Naja. Haben sie wahrscheinlich noch. Ups. Ich habe ein bisschen geschlafen. Pakete machen. 200 Kilometer haben wir auf der Uhr. Mal gucken, ob heute noch irgendwie ein paar Infos kommen von SCS wieder. Hier nochmal so ein, das scheint so ein Wasserturm zu sein. Damaligen Städten, auch hier in Deutschland, gab es ja immer so eine großen Wassertürme. Wahrscheinlich um den Wasserdruck zu gewährleisten. Ich würde jetzt ja mal reinschauen, ob das so der Fall ist. Hier ein Supermarkt, eine Kaufhalle. Und
Ja, deswegen waren wahrscheinlich auch die Wassertürme, um halt den Druck ein bisschen aufrecht oder gleich zu behalten. Aber falls ihr da irgendwie noch ein bisschen mehr Ahnung habt, für was außerhalb des Wassers auffangen, um eventuell als Reserve zu haben, kann ich mir eigentlich nur vorstellen, dass ein gleichbleibender Druck auf der Leitung ist. Ein ganz normaler Super, ach ja, Ladestelle, aber überall diese Häuser, die unverputzten mit dem weißen, ja, Sandstein, nennt man das? Naja, so. Russische Tank, Luke, ist eine russische Tankstelle? Nein, ich bin auch nicht so. Ich war hier noch nie. Live. So, jetzt haben wir hier so eine schöne hoch und runter. Wir werden uns auf definitiv auch mal die Steppe angucken und die Großmap, das werden wir uns auch alles nochmal angucken, dass wir so viel wie möglich Unterschiede haben. Aber ich habe ja auch eine Umfrage gemacht. Da fragte ich ja, was wir morgen machen. Vielleicht habe ich es ja schon vorbereitet. Da war ja eine Umfrage, ob wir Pro-Mods oder ob wir Euromap spielen. Ja, den will ich auch mal fahren hier. Da könnte man durchaus dann mal eine machen. Hätte man hier eigentlich auch als Livestream machen können, aber ich glaube, da sind die anderen, die Maps doch ein bisschen mehr im Fokus. Wenn das hier nochmal ein bisschen größer ist, dann kann man durchaus mal hier eine Tour machen. Schön russischen LKW. So. Uiuiuiui. Die Räder an. Ui, 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 ui. Wie das hier wackelt. Ich habe auf dem Profil noch nicht so viele Trucks zusammengebaut. Zwei. Deswegen fahren wir hier nochmal schön mit der Wechselbrücke. Mit Scania. Alles ein bisschen Zeitverzug und Abfahrtsplan, aber ihr seht schon, ne? Wir haben noch 180 Kilometer. Das zieht sich alles wirklich ganz schön in die Länge. Man kann ja auch gar nicht so schnell fahren. Und ich habe vergessen, mir ein Käffchen zu machen. Was ist da los? Fatal. Wollen wir 70 machen. Dass wenn LKWs hier kaputt gehen. Oh, Feuerwehr. War doch ein Matz oder Mess oder. Ja, jetzt MAZ, ne? LKW. Überall so ein bisschen fernab. Der ganzen Strecken gibt es dann hier die Tankstellen, hier die alten Busse, Polizei ist auch hier am Start. Also so rundherum ist auch ein bisschen Leben. Ja, immer mal wieder ein paar Deko-Fahrzeuge postiert. Mit den Mod von Jellycat, dass dann halt noch ein paar russische Fahrzeuge unterwegs sind. Dann macht es noch ein bisschen mehr her, ne? So. Das 68 darf ich. Ja, ich bin hier innerorts. Aber man merkt so, diese kleinen verwinkelten Dörfer, gerade wenn man aus dem LKW, oder wenn man mit dem LKW gerade so fährt, kommt das definitiv verdammt gut rüber. Ich sagen, für mal eine andere Region mal zu sehen. Hält mir das eigentlich ganz gut. So, aber jetzt. Letzten Kilometer noch hinkriegen, ne? Unfall oder irgendwas. Aber hier, jetzt, wie wir hier so schön nach oben fahren, das ist ein schöner, gemütlicher Streckenverlauf. Wir dürfen zwar nur 60 wieder fahren, ach, wegen dem Dorf hier. Naja, jetzt ist Mittagszeit, da sind sie alle am Schlafen hier. Oh Mann. So, jetzt preschen wir trotzdem mal hier durch. Na, ich bin ja mal gespannt. Also, wie gesagt, morgen ist dann wieder ein Livestream angesagt. Und der nächste Livestream wird dann wahrscheinlich erst am Sonntag sein, ob es dann Truckers MP oder Konvoi, das kann ich euch natürlich jetzt noch nicht sagen, weil ich nehme das Video hier am Sonntag auf und was in einer Woche ist, das weiß ich jetzt nicht.
erstmal ruhig sein. Also das ist auf jeden Fall ein Streckenabschnitt, den ich so noch nicht abgefahren bin. Habe ja bisher zwei Videos aufnehmen können. Von der Zeit her. Normalerweise, wenn man was Neues hat, will man es eigentlich so schnell wie möglich dann rausbringen. Aber bringt ja nichts, wenn ich jeden Tag 3-4 Videos rausbringe, nur weil es gerade neu ist, dann wieder mal verschieben muss. Aber Dienstag ist natürlich auch wieder so ein Tag. Da könnte es ja durchaus sein, dass von SCS wieder irgendwas Neues kommt. Irgendwelche News. Ja, mal gespannt. Ist ja immer so, ne? Hinter mir die Polizei. Meine Güte, was ist da schon wieder los? So, insgesamt noch 117 Kilometer. Das zieht sich, ne? Wenn man hier auf der Landstraße unterwegs ist, aber man kann auch eigentlich ganz gut in die Ferne gucken. Also ich muss sagen, das Russische kommt definitiv ganz gut rüber. Also das, was ich aus dem Fernsehen so bekommen habe. Oh, schön. Polizei verfolgt mich. Ey, wo kommt der her? Der kommt aus Berlin. Und fährt jetzt mit einer LKW durch Russland. Müssen wir erstmal verfolgen. Hinter mir auch hier so ein kleiner. Ach, guck mal hier an. Ich weiß gar nicht, ob ich den Abschnitt schon mal lang gefahren bin. Nochmal angepasst wurde. Ich glaube, hier war ich schon mal. Naja, doch, hier war ich schon mal. Also den Abschnitt sind wir schon mal lang gefahren. Aber sei es drum, hier auch so eine große Halle. Ja, manchmal müssen wir ein paar Mal Wege abfahren, um das nochmal so ein bisschen ins Gedächtnis zu. Aber ganz ehrlich, ich kann mir so gar nichts mehr so merken, wenn ich jetzt hier Touren jetzt gefahren bin. Ja, wirklich jedes Mal woanders, andere Länder. Dann fahren wir mal um. Oh! Kann es sein, dass die an der Bremse irgendwas gemacht haben? Dass er erst irgendwas umgestellt hat? Irgendwie Bremse nicht mehr so, wie ich es vorgestellt habe. Oder hinten auch so ein riesengroßer Komplex. Aber jetzt los, ja. Gehabt. Aber ich denke mal, mit Überholen wird hier überhaupt nichts. Also so Autobahnen sind fast nicht verfügbar. Aber ich finde das nicht schlimm. Ja, hier. Jetzt fehlt noch ein anderes Auto wegen Dashcam und dann eine Prügelei. Die ganzen Dashcam-Videos, die man so erkennt. Ja, hier ist auch ein riesengroßer Parkplatz bei einer Tankstelle. Da fehlt dann immer so ein bisschen Deko, ne? Also so LKWs, Autos, die da stehen oder Personen. Das ist halt ein bisschen lebendiger, ja. Irgendwie ist, ne? Wir nur 40 fahren, warum das denn? Ja, ach. Jetzt ist hier auch noch eine Ampel. Ach, herrje. Polizei ist am Start und sichert quasi die Baustelle, ne? Dass hier ja keiner irgendwie woanders lang fährt. Naja. Also, ich bin ein alter Lader. Das wäre ja so ein Auto gewesen. Hatten ja meine Eltern, habe ich ja glaube ich schon mal erzählt, das ist schon eine Weile her. Dann hat man ein Kind geboren, wurde natürlich schon ja, zeitnah schon so eine Bestellung abgegeben, was für ein Auto. Und ja, ich sollte meinen Lader kriegen. Jetzt mal ohne Scheiß. Die Wende da war, dann kam
dran und haben gefragt, ob wir den Lader noch die Bestellung haben wollten. Da wusste gar nicht mehr davon. Ach so, ja, stimmt, der Lader bestellt. Nee, nee, lass mal gut sein. Trotzdem bin ich noch ein Trabi gefahren. Ja, ein Großteil der Leute, die hatten uns Trabi. Ja, Markburg. Verwandter von uns, der hatte auch sogar einen Sabarosch gehabt. Moskvitsch. Ja, das waren auch noch so eine Fahrzeuge. Ach. Der ist schon sehr, sehr lange her. Ja, mit den Autos ist man dann. Wenn man sich dann angeguckt, ne? Das ist, wir haben auch als People. Waren ja auch ab und zu mal Westautos unterwegs, ne? Und da hat man sich die Dinger dann auch angeguckt, wenn die da vorbeikamen. Fand es total spannend. Anderen Autos zu sehen. Und wenn man mal Westfernsehen geguckt hat und Werbung kam dann von einem Auto. Da hat man schon ein bisschen so geträumt, oh, so ein Auto möchte man auch mal fahren. Da gab es noch richtige Träume. Ne? Ich wüsste jetzt gar nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel gar keinen Traum, was für ein Auto ich jetzt unbedingt haben möchte. Weil ich glaube, ich bin irgendwie zufrieden. Das hat. Ja, wo ich den Golf hatte oder den Trabi, da hat man noch dann selber so noch Träume gehabt, das und das Auto, aber als ich dann mein Passat in selber so ein bisschen gebaut habe, dann war irgendwie, ja, man hat mal Spaß mitgemacht. Umbauen. Ach, guck an! Ist ja geil. Aber dann war es irgendwie, ja, das war dann nicht mehr so wichtig. So, wir haben getrunken. Inge, ja, sag mal, was habt ihr denn? Ihr Träume? So, wir haben noch 71 Kilometer. 75 werden wir jetzt die letzten Kilometer Landstraße hier langfahren. Und das merkt man schon, ne? Obwohl das gar nicht so riesig ist, das bietet sich schon ein bisschen in die Länge, ne? Ich mag ja solche kleinen, feinen Apps hier. Was hier, wie er da wackelt. Die Achse. Ordentlich harte Schläge. Bricht das Fahrwerk. Ob das so gut ist. Hier ist der Lader. Interessant, so zwar von der Sicht an. Ja, wir fahren noch richtig. Vor allem sehr weitläufig, merkt man immer, ne? Also Bäume sind nicht direkt an der Straße dran. Die machen da wirklich einen ganz schönen Abstand. Weil die wissen, wie die. Russischen Landsleute Auto fahren, dass man das von vornherein schon so macht. Aber es gibt auch keine Markierung so rechts und links, ne? Wie man Deutschland kennt. Das mit den Katzenaugen, die Fahrbahnbegrenzung. Wenn hier im Winter ist, wisst ihr nicht, wo es hier richtig die Straße ist. Ah, hier kommen ein paar Markierungen. Ja gut, so eine Leitpfosten hier. Naja, so, wir sind jetzt gleich da am Ziel und uns bleibt definitiv dann nochmal eine Strecke hier abzufahren. Mal gucken, wir werden das weiter beobachten, wie sich die Karte hier entwickelt. Ich möchte auch gerne mal wieder nach Afrika oder Südamerika oder nach Asien. Da werden wir definitiv auch uns mal austoben, mal neue Regionen ausprobieren. Ja, ich denke, hier werde ich nochmal ein Video machen. Die nächsten Tage. Gucken wir mal. Oh, ich wollte jetzt schon da oben lang. Da ein bisschen aufpassen hier. Ja,
Dann fahren wir die andere Stadt nochmal ab. Und dann, ich sage, haben wir hier von der Map erstmal, ja, 4 Videos denn erstmal gesehen. Warum machen wir das jetzt das dritte? So, wir machen es russische Art. Hier einfach aufgeprügelt. Ach, guck an, hier gibt's Scania. Aber der war, musste ordentlich abbremsen. Ja, das ist eines von den ersten Städten. Hier ist definitiv ordentlich was los. Hilfe, Hilfe, Hilfe. Ach ja, ich weiß ja, wo wir jetzt sind. Das war doch hier der Bereich. Alter. Wir waren jetzt vor dem Bus fahren hier. Pass mal auf, das dauert mir jetzt echt doch ein bisschen zu lange. Oh. Die alle hier auf den Tee kommen. Ich muss langsam ein bisschen hinne machen, weil ja der Livestream bald anfängt. Da ist noch hochgeladen werden, naja. So wie es halt immer ist, ne? Zeitverzug mit Abfahrtsbahn, man kommt irgendwie zu nichts. Ja, gerade wenn man neue Maps und Sachen denn ausprobiert, denn. Ist auch ein Lader! Das war auch ein Lader. Wo ist das Schien? Also komisch aus. Ach je, jetzt bin ich falsch gefahren. Rüber. So. So wird das gemacht in Russland. Meine Güte, was ist denn hier los? Haben die alle Feierabend? Ach, ich hätte hier reingemusst. Drin. Nein! Nein! Nicht euer Ernst. Jetzt stehe ich hier und komme nicht rein. Ah, bin ich da auch eigentlich richtig? Ich muss mal schauen. Nicht, dass ich hier komplett falsch bin. Ja, doch, ich muss hier rein. Hier steht erstmal der LKW rum. Danke, mein Freund. So. Das war Augenmaß. Aber irgendwie habe ich die Vermutung, dass die an dem Bremsen was gemacht haben. Ist ja ordentlich drauf getreten. Ach, den können wir jetzt einfach so machen. Da haben wir noch. So, ja, das war's dann. Kann sein, dass die heute auch erscheint. Der Plan war am 9. Ist ja der große Tag in Russland, ne? Naja, gucken wir mal, dass es ruhig abläuft. Und kann sein, dass es, wie gesagt, heute für alle verfügbar ist. Jetzt hier den Bereich abgefahren. Der Bereich ist, wie gesagt, neu. Und der Bereich ist hier neu. So, was ich jetzt auf den ersten Blick sehen konnte. So, ich hoffe, es euch hat es gefallen. Vielleicht sehen wir heute noch ein paar News. Aber ich würde mich auf jeden Fall freuen, wenn wir uns morgen wieder live im Livestream sehen. Ach, mal gucken, mit welcher Map. Bis dahin mache ich einen Fisch und sage, haut rein, macht's gut. Bye, bye.